Moin Moin und willkommen zurück zum Train Mechanics Simulator 2017. Wir haben über $3000 mit dem letzten Auftrag bekommen. Genau zum Ende der letzten Folge. Es war ganz schön aufwendig. Viele Sachen waren kaputt. Ja, dann holen wir uns gleich mal einen neuen Auftrag, würde ich sagen. Und das sind jetzt die Aufträge 21 bis 23. Wir nähern uns hier dem Ende, hier bei den Dampflokomotiven. Aber 5 Aufträge, das kann ja noch ein Weilchen dauern. Dann gucken wir mal, was wir hier in der Beschreibung so haben. In dieser Dampflokomotive sind die Elemente, die Energie von den Kolben zu den Rädern befördern, abgenutzt. Eine Reparatur ist notwendig, damit die Lokomotive wieder fahren kann. Dann haben wir bei der zweiten Lok. Ist bekannt, dass eine Lokomotive auf dem Bergpass liegen geblieben ist. Fahre dorthin und schleppe sie bis zur Werkstatt ab. Natürlich wird man auch irgendwas reparieren müssen, steht aber jetzt nicht was. Und der letzte Auftrag hier ist, die Lokomotive ist, oder in dieser Lokomotive ist die hintere Radachse gebrochen, womit sie die Räder und die Aufhängung beschädigte. Führe die Reparaturen durch und prüfe, ob die restlichen Räder nicht beschädigt sind. Und auch die anderen Achsen prüfen. Ja, dann machen wir das doch mal. Dann brauchen wir auch nicht abschleppen oder so. Repariere die hintere Achse mit Sandrädern und Federn und so weiter, sind 5 Teile. Und dann noch die restlichen Räder überprüfen und da haben wir 8 Teile. Alter Schwede. Okay, dann gucken wir mal. Fangen wir mal hier hinten an. So, das kommt uns ja bekannt vor. Können wir, glaube ich, gleich demontieren. Machen wir erstmal die Feder aus hier auf dieser Seite. Dann das Rad. Und dann die Feder auf der Seite. Das Rad und die Stange. Dann haben wir die 5 Teile gefunden. Mehr gibt es ja auch nicht. Wir haben alles ausgebaut. Und jetzt geht es weiter hier zum Triebwagen. Ja, fangen wir mal wieder an. Erst die Kupplungs. Hier ist Kupplungsstück. Dann Verbindungsstück 1 und 2. Dann der Bremssattel, um das Rad auszubauen. Mal gucken, ob hier noch irgendein anderes Rad kaputt ist. Sieht jetzt nicht so aus. Gehen wir mal rüber. Oh ja, hier hinter dem Rad ist was. Da kümmern wir uns gleich. Hier müssen wir jetzt erstmal die Kupplungsstange abbauen. Dann das Verbindungsstück. Um das Rad abzubauen, müssen wir das Verbindungsstück und das lösen. Dann die Bremssattel. Das geht aber noch nicht. Da müssen wir erst den Bremshebel und die Leitung hier abbauen. Jetzt können wir die Bremssattel lösen, dann das Rad. Und jetzt sehen wir hier die Federn. Die ist kaputt. Dann, um die Feder auszubauen, müssen wir das Rad ausbauen. So, um das auszubauen, müssen wir die Verbindungsstücke lösen und die Bremssattel ausbauen. Um hier an diese Feder ranzukommen. Dann haben wir da eine Feder, da müssen wir das Rad auch noch ausbauen. Dazu muss der Bremssattel ab. So, dann haben wir hier die Stange. Ganz schön viel kaputt hier.
alles hier noch? Ach du meine Güte, hier muss man ja alles auseinanderbauen hier, nur um die Federn ranzukommen. So, ja, die müssen wir ab, der muss ab, Bremssattel ab, das Rad muss ab, um hier an diese Feder ranzukommen. Dann noch auf der anderen Seite, das ist Rad ja schon ab. So, dann könnte es jetzt alles gewesen sein, wir schauen mal. Hinten haben wir ja alles ausgebaut, die haben wir alle gefunden und ja, 5 Federn, ein Radsatz, 2 Räder, ja, dann haben wir alles. Auf zur Reparatur. Dann gucken wir doch mal die Räder. So, das müssen wir reparieren. $600. Dann nochmal $600 für das zweite Rad. Dann $700 für die eine Achse. So, dann das große Rad. $1500. Dann die Federn, kostet eine $770, noch ein großes Rad für über $2000. So, die nächste Feder für knapp $600, die folgende für 700. Dann der Radsatz, $1800. Noch eine Feder für knapp 600 und noch eine für etwas über 500. So, gucken wir nochmal. Alles grün. Jetzt müssen wir noch die Federn der hinteren Achse. Die sind nicht mechanisch. Wahrscheinlich wieder hydraulisch. Ja, komischerweise auch nicht hydraulisch. Das versteht man immer echt nicht. Warum ist das jetzt elektrisch? Eine elektrische Feder. So, dann haben wir alles. Grün, grün, grün. Dann fangen wir mal hier hinten an. So, Hinterrad 1, Hinterrad 2, dann die Federn. So, das war's hier hinten. Alles wie neu. Und jetzt zum Triebwagen. So, die ganzen Federn einbauen. So, hier eine Feder, da eine Feder. Und dann ein paar Räder. Noch eine Feder, hier noch ein Rad. Dann können wir schon mal einen Bremssattel hinbauen. Da auch. So, Verbindungsstücke. Dann hier noch ein Verbindungsstück, der Bremssattel. Hier noch ein Rad. Dann auf der anderen Seite Bremssattel, Kurbel, Verbindungsstücke.
Stück. Dann hier das Rohr. Ganz hinten der Bremshebel. Und dann das Gegengewicht. Kupplungsstange. Der Rest ist alles auf der anderen Seite. Die Bremssattel. Verbindungsstücke. Kupplungsstange und dann haben wir alle Teile verbaut. Dann soll es das gewesen sein. Gucken wir mal im Auftrag. Ja, alles abgehakt. $2.500. Sehr schön. Dann können wir uns da noch einen Auftrag schnappen. Da würde ich mal sagen, dann nehmen wir hier den Auftrag. Dann müssen wir mal wieder eine Lokomotive abschleppen. Das können wir jetzt noch machen. Und dazu müssen wir jetzt zum Gebirgspass. Dann gucken wir mal kurz. Ja, Gebirgspass. Das heißt, wir müssen jetzt hier rechts rum. Ja, könnte also eine kurze Fahrt werden. Rechts rum, genau. Nichts zu sehen. Vielleicht wenn wir hier über die Kuppe rüberfahren. Diese schöne Brücke, ein bisschen Nebel hier unten. Ja, links rum, wunderbar. War ich hier sogar richtig eingestellt. Und wir müssen noch nicht mal die Lok an Haken hängen. Dann können wir auf direktem Wege wieder zurück zur Werkstatt. So, dann können wir schon mal ein bisschen im Leerlauf ein bisschen ausrollen lassen. Wir sind ja gleich da. Trotzdem immer noch 50 Sachen drauf. Jetzt bremst er doch schon ganz schön stark ab. Ein bisschen früh abgebremst. So, da sind wir.
Dann gucken wir doch mal. Der Kolbenkompressor ist undicht mit zwei Teilen. Sowie ein paar Rohre austauschen. Ja, würde ich mal sagen, das machen wir dann gleich in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn du in der nächsten Folge auch wieder dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.